Hallo. Hallo. Wir wollen jemanden bespitzeln, ja? Ja. Dann machen wir das doch mal. Wir machen einen, was für ein paradoxes Wort überhaupt, Lauschangriff. Lauschangriff? Ja, ist schon ein paradoxes Wort, ne? Ja. Und ich soll mich jetzt hier einfach irgendwo dahin stellen und... Und dich von so einem Irren schubsen lassen, genau. Ja, okay. Ich weiß nicht, ich glaube, du musst dich wieder irgendwo hinsetzen oder so. Naja. Naja, gut, aber... Da ist eine Bank am Brunnen. Ah, eine Bank. Eine Bank. Ich setz dich mal einfach dazu, Jungs. Na, Freunde, alles klar? So. Nee, der will nicht. Das ist ja komisch. Ach, weil das da vorne die zwei sind. Links. Siehst du da zwischen den Säulen, die zwei? Ja. Die sind das. Ah! Haha! Ja, dann machen wir das doch mal. Die letzte Lieferung ist da. Gut, sorgt dafür, dass er weiß, wie schwierig es war, eine solche Lieferung auf die Beine zu stellen. Es ist nur Wein. Einige sind schwach im Glauben. Euer heiliges Buch sagt etwas zu diesem Thema. Ich glaube, lasset sie essen und genießen und von Hoffnung abgelenkt werden. Bald werden sie es besser wissen. Und nie zerstörten wir eine Stadt, ohne dass sie Warner gehabt hätte. Und was soll das bedeuten? Vergesst es. Kümmert euch um eure Dinge. Wie ihr wünscht. Oh, das war ein schöner Statistenauftritt. Hast du gesehen? Ja, auf jeden Fall. Vor allem wie dieser Verrückte am Schluss durchs Bild noch läuft. Das meine ich ja. Oh, das war toll. Richtig gut war auch, wo die Patrouille kurz gebackt hat und stehen geblieben ist. Ja, das fand ich auch sehr toll. So, jetzt. Wobei, denen hätte ich kein Geld mehr gezahlt. Nee, aber die sind halt mit auf der Gehaltsabrechnung drauf. Also auf der Liste. Ja, ist okay, hast du ganz fein gemacht. Jetzt lass mich in Ruhe. Du musst sagen, dieser Wachmann da, der war schon ziemlich trainiert, ne? Ja, der hatte schon, ja, du hast gesehen, der tut was, ne? Der wird das nochmal richtig weit bringen. So. Ach, okay. Ein Bürgerlein in Nöten. Ja. Das wird aber schwierig jetzt. Meinst du? So. Ganz unauffällig hast du den dahin. Ja, ich habe mir eigentlich den Stärksten rausgeholt, aber hat nichts gebracht. Doch, hat es. Naja. Mehr oder weniger. Ja, toll, jetzt rennt er noch kaputt herum. Wie der gerade in der Luft gebubbelt ist, ey. Weißt du, wie Zoidberg, einfach mal so komisch durchs Bild rennen. Er hat den Zoidberg gemacht, ey. Mach mir den Zoidberg. Ich finde das immer toll, wenn die da so eine Pirouettendrehung machen, wenn die sterben. Ja, das hat was Filigranes. Ja, das finde ich auch. So. Das wiederum nicht. Nee, das nicht, aber irgendwie es erfüllt seinen Zweck. Ja. Das ist zweckdienlich, wie man so schön sagt. Der Zweck heiligt ich die Mittel. So. So. Jacques Point erreicht. Aber die Bluteffekte sind halt echt übertrieben irgendwie. Na, ist wie bei Spartacus, weißt du? Kurz angeritzt und der... Und der blutet aus, ja. Nee, ausbluten tun sie ja nicht. Weißt du, da kommen ungefähr 20 Liter Blut raus. Ist so wie bei diesen ganzen Japaner-Horrorfilmen, ne? Ja. Tokyo Go Police, sag ich nur. so. Da lernt man ja auch, dass der durchschnittliche Japaner mit der Körpergröße 1,50 circa 1000 Liter Blut fördert. Das finde ich gut. In circa 20 Sekunden. Also von denen können wir uns mal eine Scheibe abschneiden. Oh, look at this. Ja. Das ist schon wieder so ein Irrer. Ach, lass sie doch. Vor allem, was die Irren manchmal sagen, das ist echt... Weiß nicht, was sagen die denn? Ganz, ganz komische Sachen. Echt? Ja, musst du mal zuhören. Wenn du mal einen siehst, musst du einfach mal auf Abstand hinterherlaufen. Der redet Abstand. Mit sich selbst, weißt du? Du, das ist ja nicht. Oh, du so. Bist in Fight. Ja, und? Ja, keine Ahnung. Alter, hier ist wieder zu blöd zum Klettern. Ja, der will da wieder nicht hoch, ey. Och, ich sehe schon, was da auf dich zukommt. Nein, das. Er ist. Nein. Doch? Nein. Doch? Nein. Ja. Nein, das machen wir nicht. Doch, 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 das machen wir. Nein, das machen wir nicht. Na gut, das machen wir nicht. Ha!
Nein, das machen wir nicht. Das machen jetzt wir nicht. Jetzt töt halt diesen einen einsamen Wachmann da. Mit dem musst du jetzt fertig werden hier. So. Oh, eine Leiter. Na, wo kommt die denn auf einmal her? Gerade eben war die noch nicht da. Die hast du da gerade hingemacht. Ja. Gottes Furz. So. Ein bisschen hiervon und noch ein bisschen davon. Und ja, da ist noch eine Leiter. Was soll denn das? Ich will nicht. Und tschüss. Nein! Du bist ganz filigran auf seinen Kopf gelandet. Ja, hat auch gar nicht wehgetan. Und jetzt bist du in eine Patrouille reingelaufen. Oh. Warum kann halt hier nicht schwimmen? Hast du das gesehen? Dieser arme Irre. Helf mir doch mal! Er ist nur ein Informant, das Thema hatten wir doch schon. Der kann trotzdem was machen. Ja, dir Informationen geben, nachdem du eine äußerst bescheuerte Aufgabe für ihn erledigt hast. Mir ist das doch Wumpe. So. Ja, in den nächsten Teilen wird das mit der Flucht aber nicht mehr so einfach. Da ist ein Fähnchen. Siehst du das Fähnchen? Ja, ich sehe es. Oh, guck mal. Das sind auch schöne Kletteräffchen. Stellenweise springen sie ja jetzt sogar in den Tod. Einfach zauberhaft. Wunderschön, ja. Ich habe das mal gehabt, wo ich gespielt habe. Da ist auch dann so eine Patrouille vom Dach gesprungen und alle tot gewesen. Erspart dir Arbeit, ne? Ja, auf jeden Fall. So, Fähnchen. Kannst du mal gucken, ob da jetzt irgendwie eine Leiche rumliegt oder so. Witzig wär's. Nee, ist nicht. Nee, die sind da auf das Dach da runtergejumpt. Ich seh schon. Naja, naja. Man kann ja nicht alles haben. Nee, man kann nicht alles haben. So, jetzt kommen wir aber hier rauf. Wenn die Welt nicht genug ist, bau dir eine zweite. Mann. Immer noch kein Quellorden. Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Ich auch nicht. Das war gerade nur so ein spontanes Wort, das mir eingefallen ist. Mhm. Pass auf, gleich kommt die Meldung. Alter Ihr wendet sich ab. Alter Ihr hat sich vor Verwirrung selbst verletzt. Ja. So, schön in die Daumenscheiße. Alter Ihr benutzt stattdessen Feuersturm. Feuersturm. Nee, er soll Gottes Zorn. Er soll ja Gottes Zorn lernen. BKB. Nee, Alter. Oh, was ist das denn? Das ist mir auch gerade eine Brezel. Ich kann dieses Zeichen gerade nicht identifizieren. Dann rufen wir doch mal die Korte auf. Die Map. Im Backpack. Das ist... Königreich, nein. Aha. Marktstandzerstörung. Ich glaube, da musst du entweder durch so Marktstände durchchargen oder irgendjemanden reinschubsen. Oh, nee. Nee, dafür haben wir gar keine Zeit mehr. So. Aber für den Bürger, da haben wir noch Zeit. Ja, genau. Für die Bürger nehmen wir uns doch immer Zeit. Wir brauchen doch Wählerstimmen. Was soll das? Oh, nein! WTF? Oh, nein! Sag mal, wo kommt der denn her? Aus Frankreich, bitte sehr. Oh, der war aber leicht. Ja. Ich habe auch einfach nur blind drauf eingeprügelt. Ja, weil normalerweise kontern die eigentlich fast jeden Schlag von dir. Das müsste eigentlich voll wehtun, so wie der gerade mit dem Kreuz auf die Treppe gefallen ist. Ja. Jetzt hat er gerade seinen eigenen Kumpasen getötet. Das war auch interessant. Die sind halt ein bisschen doof. Ja. Ops, Geschwindigkeit ist gerade ein bisschen dämlich. Wir haben einen Marterschaden. Sollen wir noch was von der Tanke mitbringen? Klingt wie ein Geheimtum. Ein Geheimtum. So. Nein. So. Jetzt ab, ich die Schnauze voll. So.
Warum sollte man da ein Reh initialisieren? Ich weiß es nicht. Arme Rehe. Ja. So. Ich höre eine Frau schreien. Die hat bestimmt gerade Sexy Time. Ach so, ja denn. Wo ist sie denn? Ach da. Das ist aber eine komische Frau. Der Herr ist mit uns, alter Mann. Ja. Ist halt. Oh. Einfach mal für Verwirrung stiften, weißt du? Ja, das ist halt Frau Hermann gewesen. Solange du noch kannst. So, aua. Das ist bestimmt lustig. Oh, oh. Guck mal, wie der da ist. Bist du zusammengekribbelt? So viel ich aufhalte. Genau in dieser Position. Das sind schon wieder so bedrohlich viele. Ja. Das Leben eines Assassinen ist kein leichtes. Nee, ist es nicht. Das ist der Hauptmann. Das ist irgend so ein. Mann! So! Huh. War das der letzte? Ich hoffe es. Riskiere ich besser nicht. Weißt du, er sagt, war das der letzte? Ich hoffe es. Du hast doch gar nichts gemacht, Junge. Ihr habt mir eine große Dienst erwiesen. Versichert. Nein. Das vergesse ich nicht. Was sagt denn die Karte? Die Map? Nicht mehr allzu viel, ne? Nee. Puh. Die Reihen lichten sich. Die Reihen lichten sich. Jetzt nochmal so einen Aussichtspunkt versuchen. So. Schnell weg. Schnell weg, schnell weg, schnell weg. Der einzige Nachteil, den ich der erste Teil von Assassin's Creed hat, ist wirklich diese Monotonität. Naja. Ja, es ist halt still immer das gleiche. Aussichtspunkte, Bürger retten. Oh nö, oh nö, oh nö, oh nö. Das ist jetzt echt doof. Ja, das ist ein bisschen. Aber das schaffen wir, oder? Schaffen wir das? Können wir das schaffen? Jo, wir schaffen das. Bei der Kraft des Schweines. Bei der Macht von Pigskull. Pigman. Mit Battlefield. Schau. Hier. Schinkenpower. Da. Hier. Und Kunstschlag. Und der Gegner von Pigman und Battle Pig ist nicht Skeletor, sondern Butchor. Die haben mich gerade double penetrated. Alter! Das ohne Spucke. Das würde ich nicht durchgehen lassen. Das geht gar nicht klar. So. Counter and Strike, wa? Ja. Ich bin aber dafür, dass sie mal richtig Swaff ist. Direkt markieren, was? Ja, ja, ist klar. Kannst ja mal mit dem Bergdom machen. Ein Tier, ey, da war schon wieder so eine blöde Schnäpfe. Mir ist das doch egal. So, jetzt hier weg. Oh, doch. Was? Blöde Idee, da kommt ein Patron. Oh. Ja.
Aber der Verrückte ist hier schon wieder hinterhergelatscht. Den Kopf hat man ganz kurz im Bild gesehen. Ihr dürft hier nicht, er hat passieren. Köpfchen gezeigt. Badumts. Jo, jetzt Da auf jeden Fall nicht hoch. Nee. Ich glaube, du musst auf die andere Seite der Mauer. Niemand hat die 18. Oh nö. Verschwindet, geht herunter. Verschwindet oder ich schieße. Ja, ja, machst du mich auch, ne? Du gehörst mir. Hui. Was für ein schöner Kampf. Runterschubsen, hinterher springen. Ah, oh nein. Was denn? Ach, du bist immer noch im Fight. Nee, schon wieder. Oh. Aber es soll mich nicht stören. Ach, scheiße. Oh, nö. Da vorne ist auf jeden Fall das Podest. Nee, du sollst da dich so cool rüberhangeln. Nee, das sollst du auch nicht machen. Oh, Junge! Weißt du, so? Okay, das hat sich erledigt. Da unten ist schon wieder so ein Missionshaini. Siehst du ihn? Was wollen die eigentlich alle von mir? Dass du unnötige Aufträge für sie erfüllst, damit sie dir unnötige Informationen geben. Sollen die aber nicht. Was macht er da? Ich weiß es nicht. Was tut er denn da? Die rasten auch immer gleich aus, so, ne? Du bist gerade voll fett am Aussichtspunkt vorbeigerannt. Ja, geht ja nicht. Da geht das. Du kannst dann einfach synchronisieren und während du runterspringst, wirst du nämlich unsichtbar für die und dann kannst du dich direkt in dem Heuhaufen verstecken. Ach ja. Mhm. Und meinst, das ist das Ding hier, ja? Ja, genau, das ist das. Ja, aber die schießen doch auf mich. Ist doch scheißegal. Einfach klettern. Und jetzt um die Kuppel rum. Um die... Genau. Ja, toll. Jetzt muss er halt noch ein Stockwerk hochklettern. Er scheißt mir wieder was. Wow. Hoppala. Schockmoment. Synchronization. Und dann der Sprung in den Tod. Chill out, man. Ich habe genug rumgeschweint. Und wir springen jetzt einfach. In den Tod! Und Power! Und wir bedanken uns und verabschieden uns mit den Worten: Ein Grund kommt immer selten allein. Und ciao, macht's gut, bis dann. Ciao, ciao. Ciao, ciao und Grund.